Es ist Juni und ich habe definitiv schon eins meiner Lieblingsbücher des Jahres. Das könnt ihr hier stehen sehen. Es heißt Babel von R.F. Kuang. Die Autorin ist eine erst 26-jährige chinesischstämmige Amerikanerin und hat ein unglaubliches Werk geschaffen. Sie hat auch schon einige Bücher geschrieben. Es gibt eine Trilogie von ihr, die habe ich leider noch nicht genossen, aber das werde ich wahrscheinlich noch tun. Aber jetzt geht es erstmal um Babel. Worum geht es? Also, es geht um einen Jungen, der ist, als wir ihn kennenlernen, erst 11. Und wir schreiben das Jahr 1830 und wir erleben ihn, wie gerade seine Mutter an der Cholera stirbt. Kurze Zeit später betritt ein Mann den Raum, ein Brite, und nimmt den Jungen kurzerhand mit. Das ist im Prinzip die Anfangsszene. Und dann entspinnt sich eine unglaubliche Geschichte, denn der Junge kommt erstmal nach England, nach London, von da geht's nach Oxford. Er soll nämlich im Königlichen Übersetzungsinstitut Babel sein Studium beginnen. Diesen Turm gibt es tatsächlich nicht in Oxford. Die Autorin hat selbst dort studiert und hat sich den dorthin erdacht. Ich würde zu gerne mal diesen Turm erklimmen. Andererseits ist es auch echt nicht ohne dort. Also, es ist ein Übersetzungsturm. Es ist nämlich so, dass sprachbegabte junge Menschen nach Babel kommen und quasi verloren gegangene Bedeutungen anderer Sprachen in Silberbarren eingravieren oder so ähnlich. Es hört sich ein bisschen irre an, das ist es aber eigentlich gar nicht. Und was mit dem Silber passiert, ist durch diese Bedeutungen, die beim Übersetzen quasi in diese Materie gelangen, können Vorgänge vereinfacht werden. Also wenn man dann zum Beispiel einen Silberbarren in eine Kutsche verbaut, fährt diese sicherer. Oder wenn man einen Silberbarren in ein Haus mit einbaut, ist das Haus vor Stürmen geschützt. Das passiert aber nicht nur aus Liebe zur Menschheit, sondern damit möchte sich Großbritannien seine Vormachtstellung in der gesamten Welt sichern. Und erst einmal ist der Junge unglaublich überwältigt. Er kommt aus der absoluten Armut, er lebt jetzt in diesem College, es wird für alles gesorgt, er hat Geld zum Ausgeben, er hat einen Schlafplatz, er darf lernen, er trifft Gleichgesinnte und freundet sich auch mit ihnen an. Aber das Ganze hat eine ziemlich dunkle Seite, die auch nicht lange auf sich warten lässt. Dieses Buch ist einfach wirklich unglaublich. Man lernt so wahnsinnig viel. Es geht auch an einem Punkt nach China. Es hat mit den Opiumkriegen zu tun. Es geht aber vor allen Dingen um Kolonialmächte, um Rassismus, um Klassismus. Es geht um Misogynie und es geht um Sprache. Rebecca Kuang baut quasi in ihr Buch unglaublich viele Fußnoten ein, in denen wir unfassbar viel lernen dürfen über Übersetzungen. Meine Kollegin und ich wollen uns jetzt als allererstes ein etymologisches Wörterbuch anschaffen. Es ist so unfassbar interessant. Es gibt so viel zu lernen. Und wie gesagt, sie hat den Babel nach Oxford gedichtet, aber ansonsten hat sie wirklich ganz fundiert auch aus dieser Zeit recherchiert. Und dieses Buch finden nicht nur wir hier toll, sondern es wurde auch kürzlich mit dem British Book Award als Best Book of the Year ausgezeichnet und auch mit dem prestigeträchtigen Nebula Award, der ein Science Fiction Fantasy Award ist. Also unbedingt Babel lesen, das sagt auch Dennis Scheck und wir sagen es auch.